Radiant Team Ban. Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Wolfspack Esports Supporter Cup. Eine sehr neue Liga. Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, aber für eine neue Liga schon richtig coole Teams gefunden. Dementsprechend beginnen wir auch mit dem ersten Team hier schon, Born Doctors gegen Wombat Gaming. Wombat Gaming ist entweder das neue Team mit Vinu oder ja, war schon vorher. Auf jeden Fall Vinu und Volki von Pure Volki Hate früher mal sind da jetzt dabei gegen die Born Doctors, die ihr wahrscheinlich schon öfters bei mir gesehen habt. Beides doch sehr viele Teams, in denen Amateurligen, die ich bisher so gecastet habe, waren das immer eine der Teams, die sehr, sehr weit oben gespielt haben. Dementsprechend gehen wir auch direkt in den Draft, der super langweilig ist. Nein, Viper Terrorblade, Brewmaster und, keine Ahnung, Void, Lycan, Gedöns, irgendwas. Von daher hier keine sonderlichen Überraschungen. Noch nicht. Es kann sich alles noch ändern. Skyrift-Match tatsächlich. Na gut. So ein schöner Supporter. Aber, ja. Zu Recht ein Bann. Sehr stark. Daher bin ich gespannt. Einer der Supports, die zurzeit am meisten noch so dabei sind, in der Ogre Magi. Gehe ich mal ziemlich stark von aus, dass sie hier eine von beiden Parteien den aufpicken wird. Zumindest wenn du nicht komplett Illusion Strat spielst, ist es doch sehr, sehr mächtiger Support. Aber erstmal Wombat Gaming, Razer. Easy Razer Mitte. Wahrscheinlich. Und haben sich erstmal einen sehr, sehr starken Midlaner geholt, wo halt prinzipiell Melee-Helden ja, schwierig sind gegenzuwerfen. Und halt auch die meisten Midlaner haben da doch ihre Probleme mit dem Razer, der durchaus tanky ist, der viel Damage macht. Der im 1-on-1 sehr, sehr schwer down zu bekommen ist, wenn man nicht auf Magic Damage relied. Was zu 100% irgendwie bei keinem Helden erstmal der Fall ist. Von daher, starker erster Pick. Aber ja, was soll ich sagen? Razer halt, ne? Egal wie viel man ihn nerft, irgendwie ist er immer noch stark. Weil Static Link an sich halt einfach super stark ist. Wie gesagt, immer im 1-on-1 an sich hat er halt kein Escape und ist deshalb auch relativ einfach zu ganken, wenn er auf Out of Position steht. Nimmt meistens den Support mit, aber hey, Ganks funktionieren dagegen doch relativ gut. Sein Escape, den er hat, ist der Speed. Ja, auf ersten vorigen Level ohne viele Punkte in der Static. In Stable Current da noch nicht so wirklich aktiv ist. Base Boost ist er reasonably schnell, aber klar, man muss ihn Out of Position erwischen. Wraith King von Born Doctors. Mal gespannt. Wahrscheinlich eher als Carry gespielt. Und ja, ein richtig starker, richtig harter Carry. Weil halt so die meisten Strats, die jetzt auf Burst gehen, sind halt gegen Wraith King relativ ineffizient. Da man ihm prinzipiell nicht fokussen kann. Oder sollte. Und damit ist er halt ein starker Carry. Denn hey, wenn er Carry hitten kann, dann ist es schon ganz gut. Ist halt wie gesagt nur wieder Positioning der Fall, was halt mit dem Ulti ja doch relativ einfach wird und mit Center Warner das Ganze noch einfacher. Also auf jeden Fall zwei sehr starke Melee-Helden, die auch genügend Initiation haben. Mit dem Centaur würde ich mal sagen, muss Wraith King nicht unbedingt auf Blink gehen, was es ihm doch erlaubt, früh fette Items zu haben. Also auch mit dem Blink ist er sehr, sehr nützlich, aber anstatt dem Blink so ein halbes Armlet oder sowas, oder auch ein Mjolnir, die Richtung ist auf jeden Fall recht stark mit dem Wraith King. Besonders wenn er halt weiterfarmt, denn prinzipiell gibt es beim Wraith King kein Lock nach oben. Irgendwann kann man auch einen Refresher kaufen und solche Dinge halt. Deshalb, allein lassen ist teilweise die einzige Möglichkeit, die man hat. Es sei denn, man will irgendwie zu dritt oder zu viert ganken. Und wenn ihr allein lässt, ist es auch nicht so, das ist halt, keine Ahnung, Razer kannst du auf der Lane stehen halten, der wird halt stark, aber bei Super Late Game geht's halt noch. Wraith King sieht halt eher nicht so aus. Ist einer dieser Helden wie so PA oder Morphling oder Naga, die man eigentlich nicht alleine lassen will. Kann man zu Beginn auch noch relativ gut contesten. Besonders vor Level 11 ist der Ulti leider, also zu großer Cooldown. Und ein Wisp von Wombat Gaming. Und ein Ogre Magi Ban natürlich, der hier richtig guter Support wäre. Aber Center Warner wäre einer von zwei Helden, die auf jeden Fall gebannt werden würden. Daher mussten sich hier, glaube ich, entscheiden zwischen einem Cent und einem Ogre.
den Cent genommen. Ja, würde ich auch unterstützen, ganz klar. Cent ist sehr stark. Chaos Knight mit Wisp und wahrscheinlich gleich der Tiny Ben. Aber seit dem letzten 1-2 Patches gibt es ja definitiv mehr Kombos mit Wisp als Tiny Wisp und CK Wisp. Ich gucke hier in die Richtung von einer PA, die hier relativ gut wäre. Zwei Helden, die doch ziemlich viel Nahkampf Physical Damage machen. Entsprechend PA sehr gut hiergegen. Wraith King wird zwar schnell wahrscheinlich ein MKB bauen, aber trotzdem strong. Daher vielleicht sogar ein Tiny Ban. Also entweder Tiny oder vielleicht sogar ein PA Ban. Aber auf jeden Fall mit dem Wisp haben Wombat Gaming relativ gut gemacht. Einfach dadurch, dass sie jetzt sagen, okay, ihr müsst halt CK Wisp bannen. So, ist halt so. CK, Tiny sind halt jetzt die Carries, die damit funktionieren. Oder eine Dusa natürlich. Also sonst sind die PA egal. Und na gut, mit dem Burst von Center Warner Wraith King kann sie denen auch erstmal egal sein. Und den Disruptor den ersten Counter gegen den Wisp genommen. Auch ganz sinnvoll. Daher braucht Wombat Gaming jetzt auf jeden Fall irgendwas, was auf BKB geht. Sonst haben die relativ wenig Spaß in so einem Relocate mit einem Static Storm auf dem Kopf. Ja, an sich könnten sie aber eigentlich noch ein bisschen warten. Also müssen jetzt nicht unbedingt den Carry dazu picken. Erstmal einen zweiten Support nehmen, einen Offlaner nehmen. Und dann halt einfach warten, was der vierte Pick von Bone Doctors ist. Um darauf halt den perfekten Carry zu nehmen. Und das genau das ist, was passiert. Jakiro wird gepickt. Und ja, es wird jetzt erstmal abgewartet und mal schauen, um danach den perfekten Carry einfach dagegen zu finden. Denn ja, PA ist halt noch im Pool, aber könnte vielleicht schnell gebürstet sein. Tiny ist halt immer noch möglich. Und es gibt halt auch noch eine Shit-Ton of Other Heroes, die da hier durchaus spannend wäre zu sehen. Daher müssen jetzt Bondoctors gucken, okay, irgendwas, was gegen alles gut ist. Support, der ja nicht direkt stirbt. Es ist doch bisher, was ich da sehe, nicht so mobil. Klar, sie haben Relocate, aber und Razor ist halt auch schnell. Aber sie haben halt einen Jakiro, der eher defensiv ist, würde ich jetzt mal sagen. Bis zum Old Scepter vielleicht, natürlich. Aber es ist halt eine normale Range. Wombat Gaming braucht auf jeden Fall noch eine Initiation. So ist ein Clock. Auf jeden Fall brauchen sie Range. Und das ist, was halt fehlt. Mit dem Disruptor ist es halt auch schwierig, wenn halt nur einer eine Initiation macht. Kann dann mit dem Disruptor schnell zurück sein, dann wird irgendjemand geglimpst. Dann können sie ja halt ziemlich gut re-engagen. Bone Doctors haben gerade so ein Deathball-Lineup, was zusammen ziemlich stark ist. Die Frage ist halt jetzt, ob Wombat Gaming da was hat, um dann reinzubrechen. Sie müssen halt irgendwie anfangen. Können ja nicht einfach so reinlaufen. Das wäre keine gute Idee gegen das Lineup. Entsprechend geht jetzt Bone Doctors noch mit jemandem, der alleine kann. Offlane, Carry, Mitte Weaver. Mitte Weaver, okay. Oder Mitte Sand, aber nein. Mitte Weaver, Aggressive würde ich mit Disruptor jetzt erstmal nicht denken. Und jetzt gegen Wisp, wir haben Wisp Jakiro, ja, nee. Das ist keine gute Aggressive King. Würde ich nicht gerne gegen Aggressive gehen. Deshalb glaube ich mal. Also könnten den Wraith King auch noch supporten lassen. Kann durchaus sein, aber sie können auch den Weaver in die Mitte schicken gegen Razor. Sollte okay sein. Dann eben Wraith King, Disruptor und plus X als Support. Und Center auf die Offlane. Sollte eigentlich kein Problem sein. Sonst gegen Jakiro Wisp hat das Ding halt auch kein Killing Potential. Der Sentinel auch genug bekommen, obwohl er erstmal keinen eingebauten Escape hat. So. Wombat Gaming könnten jetzt natürlich sagen, okay, wir warten noch einen Pick länger, aber dann kriegen sie auch einen Bann reingedrückt. Da bin ich mir dann nicht sicher, ob sie das machen wollen, weil das schränkt doch die Wahl sehr stark ein. Es sei denn, sie haben jetzt irgendwas, was auf jeden Fall nicht erraten wird, so ein Pocket Strat. With Jakiro Razor sieht bisher nicht nach einem Pocket Strat aus. Ist ein relativ stabiles Lineup. Ist halt die Frage, ob sie halt gut mit dem Wisp klarkommen, das gehe ich mal ziemlich stark von aus. Sekunden noch zum Picken. Sie gehen mit dem Void. Es ist halt immer noch schön, dass sie jetzt halt sowohl Wisp Void machen können, als auch sagen, hey, wir stecken den Void auf die Offlane und picken halt noch einen Carry. Daher bin ich mir jetzt nicht sicher, was Bone Doctors da
bannen sollen, ob sie jetzt auf Carry Ban gehen wollen oder ob sie sagen, wir bannen eine Offlane. Heute ist auf jeden Fall eine anständige Art von, ja, von Initiation, die sie haben. Aber es ist halt auch schwierig, weil wenn Void vorspringt, die Krone macht und dann halt auch schon geglimpst wird, dann ist auf einmal die Krone zur Hälfte rum, bevor das ganze Gegner, das ganze Team von Wombat Gaming ankommt. Das ist also die Gefahr, die da durchaus sein könnte. Aber ja, also Bandy Legion denken halt, dass da noch was kommt. Kann auch durchaus ein Razor Shakiro auf der Safe Lane sein. Und die PA wird tatsächlich von Wombat gebannt. Von daher denken halt auch, okay, Wraith King wird wohl Support. Oder könnte Support sein. Ist auch hier als, naja, also brauchen auf jeden Fall einen Stunner, sonst müssen sie halt Wraith King als Support spielen. Aber auch so, schön Stun-Support. Drei Stuns mit dem Sand zusammen. Das würde mir auch ganz gut gefallen. Haben einiges an Lockdown, haben einiges an Control und mit dem Weaver Wraith King Centaur hat man auch einiges an Damage. Daher. Ja, mal schauen. Bench for Spirit wäre gegen Void vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Oder halt. Aber sie geben einen Venomancer. Support Venomancer wohl und Wraith King Carry. Venomancer könnten sie auch vielleicht in die Mitte stellen, aber. Ja, gut. Kann vieles passieren. Mal gespannt, was da kommt. Aber ich gehe mal ziemlich stark von Disruptor Veno plus Wraith King auf der Tri-Lane aus. Weaver in die Mitte und Centaur Warrunner offlane. Aber ja, Weaver habe ich sehr selten in der Mitte gesehen, von daher kann es eventuell doch ein Mitte Veno sein. Muss mal gucken. Venomancer ist auch einer der besseren Heroes, glaube ich, gegen Razor. Aber warum einfach jetzt hier nachdenken, wenn es doch auch einfach geht? Und ein Naga tatsächlich von Wombat. Wisp Naga, Void, das ist einiges. Song haben sie da durchaus Potenzial, richtig coole Teamfights zu machen. Die Frage ist dann, ob der richtige Damage da ist, aber hey. Bekiro und sowas. Sollte man da auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Oh, bin gespannt. Könnte aber auch ein langes Game sein mit der Naga zusammen. Aber hey. Es ist auch nur Game 1 für heute. Wir haben noch viel mehr Dota vor uns. Das ist das erste Spiel, das zweite und das dritte folgt auch noch, wo ich Bornedoctors folgen werde. In ihrem Weg durch diese durch die zweite Gruppe im Wolfpack Esports Supporters Cup. Auf der Seite von Wombat Gaming haben wir Nepomuk auf dem Razor, der wohl in die Mitte geht. Rocky auf dem Jakiro. Gehen erstmal gehen in den Wald. Minna auf dem Void, der dann wohl auf die Offlane gehen wird. Denied auf der Naga und zuletzt Server auf dem Wisp. Auf der Seite von Bornedoctors haben wir Bob Shroomson auf dem Center Warner, der halt offline gehen wird, wer hätte es gedacht. Und tatsächlich Zadok auf dem Carry-Farmer Weaver in der Mitte. Und dann haben wir eine Tri-Lane aus Strong, Fever und Seeker auf dem Disruptor und dem Venomancer und dem Wraith King. Beide invaden hier nicht den Jungle, aber beide Teams sind darauf vorbereitet, durchaus den Jungle verteidigen zu können. Ist aber auch in dem Spiel, ist der Jungle halt nicht so wichtig. Wurde ist hier weit vorne geplaced, das war doch ganz praktisch, wenn man dieses Kästchen noch hat, um zu sehen, okay, wer hat hier gerade die Rune genommen und was für eine Rune ist es. Das erfährt man zwar immer, aber wenn es halt irgendwie ist bei 2 Minuten genau hier und dann spawnt die Rune und holst du irgendwie 1 Sekunde Zeit, um es zu gucken, das ist ein bisschen blöd. Und mit der Vision hier kann man halt wenigstens nachher noch beim Rauslaufen gucken, was hat er denn überhaupt für eine Rune bekommen. Daher nur mit diesem ganzen Optimierungsgedöns von wegen, wenn er weiter hier ist, hast du hier weiter, konntest du halt Rotations auch bis hierhin sehen und wie auch immer. Aber anscheinend scheinen die Runen sowieso egal zu sein. Nach 15 Minuten kriegt Wisp die Bounty-Rune und Regen-Rune interessiert die Bornedoctors eigentlich auch nicht, weil hey, Spells macht das keinen Sinn. Beide Seiten haben hier Runen. Daher wird hier erstmal kein Gank sein. Aber mal schauen, ob es halt eine Dual-Lane hier wird. Denn klar, Wisp-Naga ist dann die Dual-Lane. Jetzt geht's auch aggressive mit dem Jakiro zusammen dahin. Ah, auf der Bottomlane, Razor gegen Zend. Ist eigentlich halt ja, relativ stark in Favor auf Razor. Aber auch Zend sollte okay damit sein. Boplane. Muss man gucken. Sowohl Folky als auch Favor sind gute Harasser. Und die Frage ist halt wirklich, was der Disruptor für einen Unterschied macht.
Denn besonders gegen Harris ist das halt auch schwierig. Mal schauen. Wir würden halt gerne Volki hier bekommen. Aber er ist halt zu weit weg. Und Vinu als allgemein erkannter Luck-God ist natürlich schwierig da anzubekommen, da er bestimmt wahrscheinlich Backtracks machen würde, ohne überhaupt Backtracks geskillt zu haben. Dementsprechend und auch generell mit Escapes ist es relativ sinnlos, da Go auf Vinu zu machen. Ah, Volki bekommen sie erstmal nicht. Bin jetzt hier, dass er nach unten rotiert, aber wird erstmal nix. Ja, in der Mitte haben wir dann ein Naga, die ganz gut dagegen farmt. Ja, Zalok kriegt hier ein bisschen was, aber natürlich zu zweit ist es ein bisschen schwierig. Jetzt hier eine Corner gemacht, Corner gedrängt worden, Wombat Gaming, und ich glaube nicht, dass Bonotkus hier auch niemals wieder auf die Lane lassen. Besonders, ja, weil die Lane noch gar nicht da ist, kann auch hier Strong relativ stark vorne stehen. Und da weitermachen. Und Wombat Gaming würde gerne Disruptor haben. Und dementsprechend wird der auch als erstes low. Hat auch wenig Regeneration, aber es sieht nicht so aus, als ob Wombat Gaming hier nochmal auf die Lane kommen. Sehr schön gemacht und in der Wahl kann halt Fever einfach ein paar Last jetzt holen. Auf dem Venomancer ist Farm halt auch ganz praktisch. Und Wombat Gaming muss ganz, ganz traurig den langen Weg zurücknehmen. Auch die Frage, ob sie hier hochlassen. Das ist halt immer so eine Sache. Ach, schöne Gale hier, trifft beide, tatsächlich beide. Das könnte ein First Blood am Jakiro sein, wenn halt nicht vorher Fever stirbt. Aber das sieht... Ah, das wird knapp und First Blood tatsächlich. Fever holt den Volki. Aber Winner kriegt den Return-Hit, hat aber leider seinen Stun jetzt um. Das wird schwierig. Holt seine Clarity, um den letzten Hit zu machen. Backtrack ist vorhanden. Aber du hast den letzten Hit noch. Aber ich glaube, der Damage reicht nicht. Auf der anderen Seite, Zalok stirbt mit dem Weaver auf der Mitte. Und Stick Charges, ja, Stick Charges stellen sicher, dass er das überlebt. Derweil ist Volki wieder da, aber können natürlich kein Go machen. 2:1. Doch, Wombat Gaming ist besser rausgekommen. An sich natürlich, First Blood war auf der Top-Lane wichtig, aber natürlich unten in der Mitte war das halt schwierig. Denn Zalok würde auch gerne Farm bekommen. Weaver ist jemand, der Farm auf jeden Fall braucht. Da ist natürlich so ein Death nicht so toll, besonders in der Mitte. Halt ist die Frage, ob sie halt Netz war es nicht gewesen, von daher einfach nur Damage. Vielleicht war da wesentlich zu greedy, es kann natürlich auch gut vorkommen. Auf der Bottomlane, die nicht so interessant sind, ist es halt Obshroomson gegen Nepomuk, der auf dem Razor natürlich mit dem Static Link einen Vorteil hat, aber tatsächlich den Static Link auch nicht maxt. Und trotzdem es schafft hier mit 11:2 gegen 14:8, besonders in den Denies, sehr weit vorne zu sein. Ist halt, ja, naja, ein fünftel Level, die da Unterschied sind, nicht so dolle, aber immerhin. Kleinen Vorteil auf der Lane hier. Agasiren kriegt gut die Runen. Wisp kriegt jetzt sogar seine Bottle wieder voll gemacht. Weil versuchen Bone Doctors den Wisp anzugehen, was tatsächlich relativ gut funktionieren könnte, weil der Wisp halt gerade weg ist, die Naga anzugehen. Ist doch relativ low. Die Frage ist halt nur, wie sieht's aus? Glimps Level 2 sollte jetzt eigentlich ein Kill sein, ja. Das könnte ein Kill sein, wenn Wisp nicht schnell genug da ist. Glimps ist benutzt. Ja, und jetzt laufen sie halt einfach weg. Das war... Ne, Glimps ist noch nicht benutzt. Jetzt glimpsen sie auf den Wisp da hoch und versuchen die Naga alleine zu sein. Das Problem ist, jetzt sind sie da. Jetzt versuchen sie zu turnen. Weaver haut den Damage rein. Die Frage ist halt, ob der Wisp ihn allein am Leben halten kann. Und es sieht sehr stark damit aus. Ein Bottle Charge war noch übrig. Und easy halbe Leben. Rotation Forced. Die komplette Bottle Charge ist wieder weg. Quasi die Bottle Charge ist getradet gegen Support Reaction. Und im Prinzip kommt Weaver auch gegen den Void alleine klar eigentlich. Sachen Harris. Das gerade nicht so sonderlich sieht, aber auch ohne. Ja, Plague Wards werden jetzt gemaxt, aber es waren erstmal noch nicht verfügbar. Waffen noch 5 Minuten. Networth komplett perfekt even. Schön zu sehen. Aber ja, wir sehen hier auf den Lanes, ist es sehr gerade. Wir müssen Stampede benutzt werden, damit Zalok da rauskommt. Die Frage ist, ob er hier noch reinkommt. Hat seine Illusions gemacht. Und die Naga versucht das jetzt ein bisschen zu juken. Wartet auf den Wisp, aber jetzt trifft. Die Frage ist, ja, da könnte Strong ziemlich schnell down gehen. Und derweil haben sie da doch zu viel Damage. Hätte vielleicht Zalok zurückkommen müssen. Dieser Range Creep könnte jetzt die Naga töten, aber es reicht nicht ganz. Das war tatsächlich. Hätte Zalok ein bisschen greedier sein können. Und die Naga kommt tatsächlich weg. Und Wisp kriegt noch den Kill davon. Richtig gut gespielt. Von Wombat Gaming.
Vielleicht aber auch ein bisschen, weiß nicht, anders die Situation eingeschätzt. Wussten aber auch nicht, wo der Wisp war. Also von daher war es halt schon in dem Sinne richtig, von Zardok zurückzugehen. In Retrospekt hätte man da aber noch den Kill holen können. Und auch besonders, da der Center-Overrunner da war. Hätten sie da eventuell Wisp und Naga bekommen können. Aber naja, 3:1 für Womit Gaming, aber die 3:1 sagen tatsächlich erstmal noch nichts aus. Joe. Bitte, Zardok Harris hat einfach weiter. Kann auch relativ gut machen. Wisp ist, ist doch ein Bottle Crown, oder? Sieht so danach aus. Ja. Wisp Bottle Crown, das sollte erstmal okay sein, aber auf jeden Fall stellt er halt sicher, dass Sinaga nicht so voller HP hat. Was ganz gut ist. Bei Toplane kriegen sie wie nur so ein bisschen runtergeharrist. Aber auch der mit 22:3 ist ein Offlane Void zugegebenermaßen, der am Anfang eigentlich Akro-Try, Akro-Duo-Lane, Mischput-Gedöns hat, doch noch relativ weit dabei. 22 Last Hits ist zwar fünftletzter, aber ja, fünftletzter im Prinzip, aber trotzdem noch fast gleich auf. Wie man auch eben gesehen hat. Sind doch, ist denn auch der Net Worth sehr, sehr even. Schöner Timelapse da noch. Die Frage ist halt, ob sie turnen könnten, sollten sie eigentlich nicht. Aber Wisp hat keine Bottle gerade dabei. Daher ist Stampede da und ist nicht rechtzeitig vorgegangen. Hat noch einen Ticken gefehlt, dass er da den Stampede-Debuff oder Damage auch einfahren konnte. Dann laufen sie natürlich wieder einfach weg. Toplane könnte Fever jetzt ein Problem haben. Volki hat den Dual Breath. Ah, kommt noch tatsächlich gerade so rein. Aber auch nur der Slow, nicht der Damage. Bisschen zu kurz. Aber jetzt kommt Seeker da rein und vielleicht ein bisschen over his head. Oh ja. Aber scheint noch wegzukommen. Der Damage reicht nicht aus. Glimpse ist vorhanden. Könnten sie schauen, ob sie jemanden glimpsen oder ob sie nur den zurückglimpsen. Aber nichts von beiden. Einfach Timelock Death. Und 2:1 der Trade hier auf einmal. Ja. Ich kann auch Strong mit dem Wraithfire Blast nichts machen. Andererseits versucht jetzt mit Window zu turnen. Und schafft es dazu. Ah. Ja. 2 Sekunden auf dem Magic Stick. Das hätte er tatsächlich noch überlebt. Was komplett überlebt hätte. Wäre fraglich, aber schön reengaged hier. Und sich gedacht, ja. Nope. Du denkst, du wärst sicher, aber nope. Zu nah dran. Auch ein schöner Stack hier. Ach, nicht ganz. Aber Triple Stack. Auf jeden Fall für die Naga. Wisp stellt sicher, dass sie die Naga da auf jeden Fall haben. Und das macht meiner Meinung nach auch gute Teams aus. Einfach, dass sie mit einem Wisp dann hier auch ständig stacken. Double Stack und ich glaube sogar ein Quad Stack, oder? Ja, Quad Stack. Also einiges an Farm hier übrig für die Naga. 4600 mit dem Stack wahrscheinlich 2700, also knapp 1000 Gold vor ihm Relic ist. Das sollte 13 Minuten oder so, könnte hier durchaus realistisch sein. Volki kann da mal ein bisschen vordamagen. Und der Rest muss halt manuell farmen, auch mit 3 Helden. Volki ein bisschen HP. Und noch versuchen sie jetzt den Razor zu ganken. Das sieht eigentlich relativ erfolgreich aus. Und kriegen ihn auch tot. Fever holt sich hier den Last Hit, der auf dem Weg zum Mecha ist. Aber auch schön genutzt, dass die Stampede auch noch benutzt ist, nicht auf Cooldown ist. Da ist es halt immer gut, sie auf On-Cooldown zu haben, einfach Off-Cooldown zu haben. Um diesen, ja, Disengage zu haben. Besonders gegen Wisp Naga ist jedoch so ein Relocate-Gank relativ einfach dodgebar mit einer Stampede. Siehst du den Stampede weg. Kann ganz gut hier funktionieren. Aber ja, für Kills ist es natürlich noch wesentlich besser. Besonders auf dem Razor, der die ganze Zeit auch nur Freeform hatte. Sieht so aus, ist aber noch nicht auf dem Mecha. Ah doch, da ist ein bisschen was. Immer in die Headress ist für den Razor da. Und eventuell zweites Mal. Ja, ich glaube, Phenomancer ist hier ein bisschen zu weit vorne. Stun ist da, aber sollten sie vielleicht aufpassen. Denn das Gewitter macht einiges an Minus Armor. Besonders so ein Max Plasma Field könnte für Fever hier relativ schnell tödlich enden. Mecha-Rezept ist da, dementsprechend noch 200 Gold ungefähr. Bis hier das Mecha rauskommt.
Und dann könnte es durchaus sein, dass Bondok das hier mal ein bisschen groupen. Und einfach mal Druck auf die Naga machen. 2400 Gold. Ja, ist einiges. Aber Naga-Song ist an. Bruno ist draußen und Salok stirbt mal instantly. Disruptor, schöner Icepath, geht damit auch down. Double Kill. Mit schöner Song Chrono, was im Prinzip, dafür haben sie es auch gepickt. So, die Frage ist jetzt, ob sie den Tower deffen könnten. Es sieht nicht danach aus. Und auch ein Deny sieht relativ unwahrscheinlich aus. Der Bottomlane hat Fever, glaube ich, ein Problem. Plasmafield ist aber nicht da und dementsprechend passiert hier erstmal nichts. Mecha ist damit fertig. Und ja, Mecha für Teamfight versus Song und Chrono für Teamfight. Bisher hat Song und Chrono definitiv einen größeren Impact gehabt. Und auch die höheren Kills haben immer einen Tower dafür bekommen. Aber es ist ja die Frage, ob sie halt jetzt mit dem Mech was machen können. Und natürlich, wann die Naga ihr Radiance bekommt. 3200 Gold. Ja, es wird langsam eng. Und den zweiten Stack. Das, ja, wird 13 Minuten, glaube ich. Ist schon relativ gut. Wahrscheinlich wird es 14 Minuten. Aber ist ja auch nicht so schlimm. 17 Minuten Radiance vielleicht. 16, 17 Minuten ist es richtig gut. Aber klar, mit 3-0-0 ist es nicht überraschend. Wer hätte es gedacht? Ja, 13 Minuten Relic wird das Ding. Jetzt auf die nächste Wave noch abwarten und dann ist es soweit. Der Kurier sollte aber vielleicht mal da hochgehen. Also jetzt, naja. Ist nur das Relic und ich glaube nicht, dass Bondok das gerade irgendwie hier schnell ganken können. Mit Void, aber der hat auch noch seinen Jump. Er will aber eigentlich nicht jumpen. Denn Glimpse. Oh, genau in der Animation. Aber die Animation hat er noch, von daher kann er hier einfach raus. Schöner Ice Path. Und jetzt haben wir eine Naga da drin. Stampede ist da, aber ich glaube, die müssen sie benutzen, um rauszukommen. Engage wird hier nicht so einfach möglich sein. Auf beiden Seiten passiert hier jetzt was. Winnow könnte hier ein Problem haben, aber Seeker geht hier down. Und der Winnow-Ulti geht nochmal vor der Chrono down. Winnow wird hier wahrscheinlich poppen, aber schafft es vorher noch wegzugehen, stirbt aber am Poison. Jetzt ist es 3. Jetzt weiß es, wer der Trade hier. Center Warner überlebt das Ganze tatsächlich. Und jetzt kriegen sie einen Wisp. Allerdings, ja, mit Razor. TP raus. Gute Entscheidung. Und dieser Fight ist vorbei. Ich dachte, es wird 3-3 ausgehen, aber es ist tatsächlich 3-2 ausgegangen hier. Ah, Fight Recap. Da. 3-3. Also 3 zu Ulti. 3-2 plus Ulti. Einiges draufgeworfen, hin und her. Zum Glück für Wombat Gaming ist die Naga nicht gestorben. Aber sie haben auch noch ein paar Kills, wichtige Kills gemacht. Durchaus. Dino und Disruptor sind hier durchaus wichtige Kills da drauf. Ja, ein Timelock. Wenn er weitergeht, nee. Dadurch, dass es dann halt auch rausbringen konnte, kann der Void hier auch einfach. Einfach ein bisschen diven. Ein bisschen aggressiv sein. Denn die Gefahr halt unterm Tower mit einer Master of Madness gestunt zu werden, ist doch ja, relativ hoch, aber wenn es dann raus ist, natürlich relativ niedrig. Hätte ich gedacht. Tja, 10 zu 6. Das Farm ist doch relativ stark auf der Seite von Wombat. Besonders halt auf der Naga. Der 700. Das Radiance kommt bald auf jeden Fall. Wir finden hier Fever, der aber fast weggekommen wäre. Überlebt hier den Damage, aber ja, das ist ein relativ eindeutiger Kill auf Fever. Oder? Ha, überlebt das tatsächlich. Das ist krass. Und eventuell kriegen sie noch Forky mit dem... Weaver könnte hier reingehen, hat auch noch einen Timelapse. Aber ich glaube, Centaur ist genug. Stun und Double Edge. Razor geht weiter, aber ich glaube nicht, dass sie einen Down bekommen. Besonders mit Plasmafeld, aber oh, wunderschöner Static Storm. Er könnte hier... Die Frage ist halt... Ah, das Gewitter macht so viel Damage. Natürlich mit First Hit Bash ist es natürlich auch relativ einfach, hier aus dem Center zu machen. Und Chrono, wunderbar, Chrono wieder da. Overextended von Bone Doctors hier und haben richtig doll die Klatsche bekommen. Wollten unbedingt den Razor bekommen, aber der ist einfach richtig tanky mit dem Mech. Wisp dahinter dran.
Da sind sie ziemlich weit nach vorne gegangen, haben dementsprechend noch 3 zu 1 getradet und der eine war auch nur Volki auf dem Jakiro. Haben dafür alle Carries, alle Cores prinzipiell getradet. Dass hier wieder weggekommen ist, war gut. Die Frage ist halt jetzt, kein First Bash. Na gut, kein First Bash, dementsprechend erstmal nichts. Versuchen hier wieder zu bekommen, hat auch noch Master of Madness an. Die Frage ist aber, schöner Ice Path. Ja, auch das kann er nicht komplett backtracken. Stun ist gleich wieder ready. Nächster Stun auf Volki und mit dem Center of Warner sollte das auch ein Kill sein. Und easy peasy. Auch wieder ein schöner Turn von Bone Doctors. Hier wieder noch 2 bekommen und dieses 3 zu 1 eben nicht komplett sie zurückgeworfen hat. Das kriegt sie so ein bisschen wieder ins Spiel zurück. Mal gleich die Grafen gucken, ja, 16 Minuten. Radiance. Puh, puh, puh. Das wird aber jetzt halt dann doch schwieriger. Die Frage ist halt jetzt müssen wir das tun, aber der Punkt ist aber auch, sie müssen jetzt richtig viel tun von Bone Doctors. Denn jetzt haben sie halt die Naga gegen sich generell. Das wird relativ schwierig. Aber wenn es jetzt sowas passiert, Razer hatte ein Problem. Und zwar hatte für kurze Zeit ein Problem. Jetzt kann er darüber nachdenken, was er getan hat. Wir schauen uns den Networth an, der ja auf der Seite von Wombat Gaming natürlich ist. Aber es sind immer ein paar Dips dabei. Das jetzt gleich könnte auch noch so ein weiterer Dip nach unten sein. Bei dem XP sieht das halt ähnlich aus, aber XP ist nicht so weit vorne. Nur 25 Sekunden bis zur Chrono. Volki hat auch schon logischerweise mit dem Jakiro zusammen. Das ist halt ein Game, wo man als Jakiro durchaus sein Ulti skillt. Makro ein paar Helden in die Chrono rein, ist richtig hart. Macht auch einiges an Damage. Na gut, wir haben halt unten. Und es ist halt relativ schwierig, jetzt für den Weaver da gegenzukommen, denn der Burst ist vorhanden. Und es kann halt auch immer einen Song und keine Ahnung, eine Rotation kommen. Und dann ist es halt schwierig, von Weaver da rauszukommen. Außerdem natürlich, Prism Naga werden natürlich logischerweise irgendwo Split pushen und dann, tja, einfach rein relocaten. Den ersten Relocate-Gank müssen wir noch sehen. Das ist halt so eventuell ein Nachteil, den ich hier für Wombat Gaming mit dem Wisp Naga sehe. Ja, Wisp sorgt dafür, dass besonders das Early Game von der Naga nicht so grottig ist. Aber, ja, wohin willst du mit einer Naga relocaten? Also, Naga ist jetzt nicht so der perfekte Hero, um da halt wirklich ranzugehen. Frage ist jetzt, Smoke ist noch an, ob sie durch die Pause was bekommen. Venus ist auch noch nicht gesehen. Disruptor ist halt da, von daher werden sie wahrscheinlich glimpsen können. Vielleicht, bevor die Krone noch rausbekommt und mit dem Razer und dem Jakiro sollte es, glaube ich, genug sein, um Zadok down zu bekommen. Die Frage ist halt hier, ob Bob Strumsen rechtzeitig da sein kann. Weaver hat keinen Mana. Ist halt die Frage, ob Zadok da jetzt in der Pause gesagt bekommt, okay, wird schwierig, muss da weg. Oder ob es halt weitergeht. Einerseits hat aber auch eigentlich keine Chance, das kommen zu sehen. Wir können uns mal die Vision hier angucken. Das ist die Vision für sie, sehen natürlich alles. Die Vision für Bone Doctors, knapp außerhalb der Vision. Gesmoked. Aber sie sehen halt auch, dass Naga und Wisp in die Mitte kommen. Von daher könnte das eventuell so ein Punkt sein, dass jetzt halt wir zurückgehen. Außerdem hat er hier gerade keinen Last Hit zu holen. Von daher kann es halt gut sein, dass er jetzt einfach auch so zurückgeht. Denn eigentlich hat er hier nichts. Außer, dass er gegoat wird. Und haut direkt ab, aber schöne Krone von Winnow. Blind drauf. Und ja, dementsprechend einfach. Ah, oh, schade, wenn der es dann gemisst hätte. Ist auf jeden Fall ein Kill gewesen. Jetzt dürfte Seeker hier down gehen. Ups, aber schöne Glimps. Unter ihn. Ah, Plasma fällt. Ah, reicht gerade so. Genau in Range. Das ist das Problem. Wombat Gaming hat richtig dollen Chase. Sollten hier vielleicht nicht zu weit vorne gehen. Wollten nachher nur den Zong benutzen, um hier den Veno noch zu bekommen. 2700 Gold hatte er. Auf 2 Vieh wieder runter. Aber ja, Wombat Gaming haben auf jeden Fall den Teamfight und nutzen es halt auch, um darauf hingegen Objectives zu bekommen. Wir haben halt jetzt den ersten T2 Tower, der gefallen ist. Und sie kriegen halt auch durch die Teamfights was. Bone Doctors können ein paar Pickoffs machen, können halt farmen. Die Frage ist halt, ob sie genug farmen können gegen ja, Radiance Chrono. Ja, Radiance Chrono und einen Razer. Ist halt schwierig. Klar, Wombat Gaming fällt später ab.
der Hinsicht, dass ja, Wisp und Shakiro vielleicht später nicht mehr so die optimalsten Helden sind, aber bei Bond läuft das. Naja, Veno bleibt im Ulti relativ stark, besonders wenn er gefarmt wird. Aber Disruptor, ist halt schwierig. Außerdem mit dem Radiance wird es halt auch relativ schwierig zu farmen. Weil relativ schnell die Lanes dann ausgepusht werden, die Outer Towers fallen und dann. Naga Gaming halt, ne? Kommen die BOTs, ja, BOTs. Soul Ring für den Wisp. Ja, da sieht's relativ gut aus für Wombat Gaming. 7500 Gold vorne und 5000 XP vorne. Für 20 Minuten ist es nicht schlimm, aber was halt viel schlimmer ist, dass sie jetzt auch einfach Objectives holen können, ohne dass eigentlich Bone Doctors dagegen was tun können. Sie haben halt fast alle Ultis, bis auf Static Storm. Und Wombat Gaming hat keinen Song, aber trotzdem können sie nicht fighten. Wenn sie da nicht mehr ihre Towers deffen können, dann. Das ist halt schon einige Aussage über den Zustand dieses Spiels. Besonders jetzt Tronk wird halt erstmal so wenig bekommen. Als Support Wraith King und wird halt die Transition wird halt relativ schwierig möglich werden. Besonders wenn er halt gepickt wird. Und wenn halt. Es sind halt fünf Helden unterm Tower. Und trotzdem können sie halt da nicht contesten. Ist halt schon krass, inwieweit Mod Gaming hier die strategische. Also die Map Control einfach ausnutzen. Und halt auch sehen. Sie wissen, sie sind vorne, sie können fighten, sie haben Song. Im Prinzip kann ihnen nichts passieren. Wenn die Krone. Irgendwas wird gefightet, Krone wird gemacht, wenn die Krone verkackt ist, hält zurück. Das verkackt ist, dann Song an und dann zurück. Daher haben sie da eigentlich nichts zu fürchten. Jetzt gehen sie sogar im Song rein, sehen hier, okay, zwei sind zusammen, schöner Ward hier, der sich ausgezahlt hat. Und Krono rein und instant einfach mal zwei geholt. Zalak steht hier weiter draußen, aber kann halt auch nichts machen. Hat er schon ein bisschen schönes Ulti von Feva. Die Frage ist halt, ob sie irgendwas hier darauf bekommen. Nämlich nichts. 1 zu 3 hier der Trade, möchte ich schon fast sagen. 0 zu 3. Und alle leben noch. Schönes Ulti halt hier, aber können trotzdem nicht rein. Center of Warner hätte vielleicht hier reingehen können, aber was soll er denn tun? Haben wir einfach keine Chance. Das ist die erste Land of Rex. Gegen die Naga wird es sehr, sehr schwierig, da zurückzubekommen. Und ja, wie es aussieht, Wombat Gaming gehen für den T2. Sagen sie, okay, eure Ultis sind down. Und wir sind confident genug, außerdem können wir mit Song wieder raus. Aber na okay, na gut, dann nicht. Ich wollte gerade sagen, dass sie da drin bleiben können, aber glaube ich, denken sie trotzdem nicht. Der Ward sollte demnächst awarded sein, weil der Song war halt. Hat man doch eigentlich gesehen, dass den gemacht haben, eben weil sie die Leute zusammen gesehen hatten. Tja, Roshan ist bald im Pool und der T2 unten ist natürlich auch so eine Sache, die relativ schnell down sein sollten. Die Bottomlane sind bisher von Wombat Gaming nicht so viele Wards da, haben wir jetzt erstmal hier oben konzentriert. Die beiden Wards hier. Aber jetzt kommen die nächsten Wards. Ja, sind schon gekauft, von daher. Wahrscheinlich hier die untere Map-Hälfte dann gleich von Wisp gewardet werden. Und dann fühlt sich Wombat Gaming auch so relativ confident wahrscheinlich. Schauen, ob der Ward hier demnächst diesen Ward dewardet, der dann wahrscheinlich vielleicht gestellt wird. Eigentlich vielleicht. Ich bin mir sehr sicher in meiner Sache, wenn ich sowas sage. Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell könnte dieser Ward dewardet werden. Aber auch so. Noch kein Roshan. Aber ups. Ja, 5 Illus wird vielleicht ein bisschen zu viel für einen Support Wraith King. Der schon tatsächlich relativ low wird. Tja, einfach die Supports bis an das Map-Ende chasen. Sehen jetzt immerhin, dass sie hier kommen und. Gott. Song stirbt alleine durch die Illus wieder. Hätte vielleicht das Raptor mit der Glimpse helfen sollen, aber. Krono eingesetzt, einfach nur um Fever auf den Elementen zu kommen, denn sie sehen, Objectives sind sicherer oder wichtiger hier. Und GG von den Bone Doctors. Verdiente Sieg von Wombat Gaming, richtig gut runtergespielt. Und ja, in der Mitte hat sich der Reaver vielleicht nicht so ausgezahlt. Und damit konnten sie halt farmen und haben schöne Teamfights gehabt. Gut. Gruppe 2, erstes Spiel.
in der Wolfpack Esports Supporters Cup. Wir sehen uns dementsprechend gleich im nächsten Spiel von Bone Doctorus gegen Steelheart Lions. Stay tuned.